aus dem Mittelmeerbereich und aus den Balkanländern. Um kurz zu machen, warum das Lied deutet schon an auf das Thema von diesem Konzert heute, hat das Thema Liebe. Liebe zwischen den Menschen. Wir haben in dieser ganzen Corona-Zeit und in heutiger Zeit sehen, wie wichtig das ist, die Begegnung und die Liebe zwischen den Menschen. Ich habe nach der Corona-Zeit zu schätzen gelernt, wie das heißt, jedes Konzert ist wie so eine Familienfeier für mich. Und daraufhin singen wir zusammen das Lied Those Were the Days, My Friend. Things we would do. Those were.
an Jecke. Jecke, das sind ja, die deutschen Kunden. Ja. Warum heißen sie Jeckes, weiß jemand? Die osteuropäischen Juden, die hatten so eine lange Kaftan, Jacke. Und die deutschen Juden, die waren elegant, die waren ja Deutsche. Die waren elegant, die haben so Jackets. Und das war die kurze Jacke. Deswegen so ist es gehört, das sind die Jeckes, die haben kurze Jacke. Die Jeckes, einige sind nach Amerika gegangen und haben dort weiter komponiert, mit Arthur Schwarz oder seine Eltern. Kurzweilen. Ja. Und es gibt, ich komme aus Israel, es gibt viele Witze über die Jeckes. Ein Jecke kauft immer reservierten Platz von Haifa nach Tel Aviv. Immer reserviert. Er kann nicht rückwärts fahren, weil er kriegt da Kopfweh, es wird ihm schwindelig. Und einmal hat Rakevet Israel, das israelische Bahngesellschaft, Fehler gemacht. Er hat reserviert, gekauft, bezahlt, gekriegt ein Ticket und stellt fest, es ist gegen die Richtung. Da kommt er zum Rakevet Israel Bahnhof und beschwert sich. Ich habe extra bezahlt. Ich kann nicht nach rückwärts, weil ich kriege Kopfweh, mir wird schwindelig und sie haben mir dann gegeben ein Ticket. Es tut uns leid, tausendmal entschuldigt, aber wenn sie, wenn es ihnen schwindelig ist und sie kriegen Kopfweh, warum haben sie nicht gebeten, mit jemandem, der gegenüber saß, zu tauschen? Die Leute verstehen das. Ich konnte nicht fragen, warum? Da saß niemand. Das ist Jeckes. Ah, das heißt You and the Night and the Music. Tell me now,
und zwar ein sehr berühmter Jäger, Kurt Weill. Der hat einen September-Song, der sehr berühmt geworden ist, auch in Amerika. Und das werden wir jetzt, das wirst du jetzt singen. Genau. Und es klingt ganz anders als der deutsche Kurt Weill, den wir so kennen, aber nicht minder schön. Ja, er hat in Amerika, es gibt von Speak Low, gibt es eine Aufnahme, ein Video von Kurt Weill selbst am Klavier und er mit seinem deutschen Akzent. Das ist so rührend, mit seinem jäckischen Akzent, da singt er seine Speak Low. Das gibt es dann beim nächsten Konzert. Ja. Time.
und hört genau aufmerksam zu, dann geht er nach Hause, ihm fällt was ein zu komponieren. Und auch als ich das gesagt habe, hat er sich überlegt, was ist gemeinsam zwischen der jüdischen und die christliche Tradition. Eine von den gemeinsamen Sachen sind die Psalmen und die andere Sache sind die Erzengel. Die sind gemeinsam. Dann ist er nach Hause gegangen und hat 5 Erzengel vertont. Davon spielen wir heute 3, sonst wäre das Programm zu lang. Den Engel Gabriel spielen wir nicht, der hat dafür für mich komponiert. Aber wir fangen bei Nummer 3 an. Nummer 3 ist Michael. Wer ist wer? Michael, wer ist wie Gott? Niemand. Also Gott ist der Einzigartige. Raphael, Rapha, ist geheilt. Raphael, der heilende Erzengel. Kamael, Kam ist Aufstehende, steht. Also Kamael ist der letzte Erzengel, der ist sehr stark, der steht auf. Und viel Spaß mit diesen 3 Erzengeln. Thank you.
Ja, könnt ihr euch nachher anschauen. Und das Ganze gibt es auch auf CD. Die Five Angels gibt es auch auf CD. Einfach nachher da mal ein bisschen stöbern. Stöbern. Mehr zu werden, zu hören und auch zum Nachspielen. Zum Nachspielen. Genau. So. Ja. It's Gospel Time. Ja, hier gibt es einige Gospel-SängerInnen heute Abend hier. Also bitte gerne mitmachen. Seht ja in unserem Konzertprogramm die Liebe als Thema. Und ja, wir haben jetzt ein Gospel, später gibt es nochmal ein, da steckt einfach ganz viel Liebe zu den Menschen, Zuversicht und Glaube und Hoffnung drin in beiden. Und der erste ist vielleicht auch so, ja, für die heutige Zeit auch so, ja, da ein Kapitän, der eigentlich Sklaven von Afrika nach Amerika hat schiffen müssen und sich dann doch irgendwann eines Besseren besonnen hat und dann auch dagegen gekämpft hat. Und
geht eigentlich You Smile and the Angels Sing. Oder We Meet and the Angels Sing. Oder We Kiss and the Angels Sing. Die Engel singen. Warum? Weil das ursprünglich ein Wiegenlied war. In der Big Band von Benny Goodman saß ein jüdischer Trompeter. Und dieser Trompeter hieß Ziggy Ellman. Und Ziggy Ellman kam eines Tages zu seinem Chef und hat gesagt, hör mal zu, meine Mutter hat mir so ein schönes Wiegenlied gesungen. Und er hat ihm das gespielt. Es gibt eine Aufnahme, die ich, so einen Klezmer-Trompeter habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Das ist richtig, also das ist noch klezmerischer als Klarinette und Geige zusammen. In diesem Lied, Benny Goodman hat natürlich gesagt, ich nehme das. Und das ist ein Standard geworden, You Smile and the Angels Sing. Und das hat auch noch eine, in Klammer, noch ein Grund, warum wir Benny Goodman so gerne spielen. Weil er in Amerika der 40er Jahre Zivilcourage gezeigt hat. Wenn ein farbiger Musiker sich beworben hat, in seinem Big Band, Rundfunk Big Band zu spielen in New York, hat er ihn vorspielen lassen, wenn er gut war, hat er ihn engagiert. Und das in Amerika der 40er Jahre, wo sie nicht einmal im Bus nebeneinander sitzen durften. Und deswegen diese das zeigt von Menschengröße. Und die ganze Popularmusik, der ganze Swing, alles, was wir heute kennen, das ist beeinflusst von dieser afroamerikanischen Jazz oder von der afroamerikanischen Kultur. Und deswegen spielen die das so gerne zur Ehre von diesen großen Musikern. Andy Agency. You speak.
Bisher nie gespielt. Aber gehört davon? Ja, jein, sag ich mal lieber. Ja. Also, ich habe auch ganz spät in meinem Leben, obwohl ich aufgewachsen bin auf klassische Musik und in der Oper gespielt, 20 Jahre lang, und trotzdem kannte ich diese Stilrichtung nicht erst ganz spät. Das ist nicht anders als spanische Operette. Und es gibt tausende davon und die sind, viele davon ist von einer Qualität von Verdi-Oper. Also meine Meinung nach, wenn ich höre, es ist wirklich sehr hochkarätig. Placido Domingo ist auch ein Begriff. Seine beiden Eltern waren professionelle Zarzuela-Sänger. Aber warum kann man das nicht aussprechen, weil man muss es wissen. Zarzuela, das können wir nicht. Zarzuela, schwer zu sagen. Und in Zarzuela geht meistens, wenn beide Eltern von Domingo, die haben sich da kennengelernt und verliebt, es geht immer um die Liebe, heiße spanische Canceleras. Und das ist, was bedeutet Canceleras? Eigentlich heißt das Kerkergesang. Also es ist eigentlich ein Stück, das
ganz besonders. Sandy Patty heißt die Gute. Und ja, ist in den USA als Gospelsängerin wirklich sehr, sehr bekannt. Hat über 25 Jahre jedes Jahr einen Preis bekommen für ihr Tun, für ihr Singen, für ihre Konzerte und auch für ihre Songs. Sie hat einige eigene Songs geschrieben. Auch sie ist eigentlich klassische ausgebildete Opernsängerin und ist dann aber sozusagen in den Gospel hinübergewandert und hat auch ja in ihrer Musik beide Stile so ein bisschen miteinander verknüpft, weil die Gospels von ihr sind meistens auch mit einer recht netten sopranigen Höhe verbunden. Aber das gefällt mir besonders natürlich super gut und das ist eins ja, ihrer besonderen und wie gesagt unser Lieblingsgospel von Sandy Patty in the Name of the Lord. Just a capital, so sweet.
Und zwar Miserlou, das ist ein Name von einem Mädchen, in der Balkan kennt das jeder, das Lied Miserlou. Thank you.
Bursche im Wald an der Arbeit. Er tracht und tracht. Das heißt, er sucht und sucht und sucht, ja, findet keine Dame. Tja. Wem und zu nehmen und nicht verschämen? Wen kann ich mir aussuchen, ohne dass ich mich dafür schämen muss? Mich verschämen heißt, dass ich nicht keinen Fehler mache, sozusagen. So ähnlich. So ähnlich. Und dann kommt ihm eine Idee, er stellt ihr eine Frage, und wenn sie die richtige Antwort gibt, dann kann er sie die Frage stellen, ob sie ihn heiraten will. Und zwar, er fragt, was kann brennen und was kann wachsen ohne Regen? Was wächst ohne Regen? Was kann brennen und nicht aufhören? Und was kann seufzen, wenden, seufzen? Ja, ja. Ohne Tränen. Weinen ohne Tränen. Weinen ohne Tränen, ja. Und die Antwort wäre,
Jahreszeit. Ja, Herbst. Ja. Ja.